Jugend ist Zukunft. Das gilt natürlich auch im Handwerk. Der Nachwuchsgewinnung kommt nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels ein wichtiger Stellenwert zu. In HWK-TV stellen wir Ihnen heute zwei unterschiedliche Projekte für Jugendliche vor und starten mit einer ganz neuen Idee, die vergangene Woche im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz stellten Partner von Handwerk, Feuerwehr und Politik ein neues Projekt für die Nachwuchsgewinnung vor. Im Mittelpunkt des Projektes stehen Technikworkshops für Jugendliche, die sich bei der Jugendfeuerwehr engagieren und parallel dazu ihre handwerklichen Fähigkeiten in eintägigen Workshops weiterentwickeln wollen, die bei der Handwerkskammer ab 25. September durchgeführt werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten unter anderem der rheinland-pfälzische Innenminister Karl-Peter Bruch und die Spitzen von Handwerkskammer und Landesfeuerwehrverband Grundzüge der Zusammenarbeit vor, von der in erster Linie die Jugendlichen profitieren. Denn sie erweitern nicht nur ihre handwerklichen und technischen Fähigkeiten, was sich auch in ihrer Tätigkeit für die Wehren einbringen lässt, sondern erhalten darüber hinaus kostenlose Beratung und Informationen zur Berufsfindung durch die HWK-Ausbildungsberatung und können so auch handwerkliche Berufe kennenlernen und ausprobieren. Erstens mal stehen wir vor dem dramatischen Ereignis des demografischen Wandels, also rückläufige Schüler- und Geburtenraten. Dadurch bedingt werden wir Nachwuchsprobleme bekommen, die Feuerwehr genauso. Und wir sind ja Partner, Handwerk und Feuerwehr, seit eh und je. Viele Handwerker sind ehrenamtlich in den Feuerwehren tätig. Und von daher versuchen wir mit dieser Möglichkeit jetzt unter anderem, das ist auch ein Ziel, Nachwuchs zu gewinnen für Handwerk, aber auch für die Feuerwehr. Das ist eine Interessenlage, die einen Dreiklang hat. Das Handwerk hat ein Interesse daran, junge Leute zu gewinnen. Die Feuerwehr hat ein Interesse daran, junge Leute zu gewinnen. Und das Land Rheinland-Pfalz hat ein Interesse daran, dass die Handwerkskammer und die Feuerwehr erfolgreich ist. Und von daher gesehen ist solche Initiative, die eine neue Initiative darstellt, für uns immer unterstützenswert. Zunächst einmal ist es so, dass über dieses Projekt die Jugendlichen sich in den verschiedenen Bereichen orientieren können. Ob sie zum Beispiel in Richtung Metall gehen, ob sie in Richtung Holz oder in Richtung Bau gehen. Das Zweite ist, dass über diesen Weg natürlich das Interesse der Jugendlichen geweckt werden kann, um später in einen dieser technischen Berufe einzusteigen, sich ausbilden zu lassen. Und das ist das, was wir auch bei der Feuerwehr brauchen. Etwas andere Klänge erwartet mehrere tausend Grundschüler zu ihrem HWK-Schulfest am 29. September, natürlich bei der Handwerkskammer Koblenz. Mehr Informationen zu den Techniker-Workshops Jugendfeuerwehr und dem großen Schulfest bei der Handwerkskammer in Koblenz am 29. September gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de bzw. hwk-schulfest.de.